Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mo und heute schauen wir uns an, was bei dem Falcon 9 Raketenstart von Matthias Maurer alles so passiert. Viel Spaß! Ich hatte die Montagsepisode ja eigentlich auf Freitag vorgezogen, da der Start von Matthias Maurer mit SpaceX ja eigentlich am Sonntag stattfinden sollte. Wurde jetzt verschoben. Diese Jubiläumsfolge habe ich hier nochmal als Schnittfassung etwas kompakter zusammengeschnitten. Also wenn du die Episode 100 schon am Wochenende gesehen hast, wird es hier nicht mehr richtig was Neues für dich geben. Aber hey, eigentlich kann man die Bilder von Falcon 9 Starts und Landungen ja nie genug sehen. Hier nochmal der Hinweis auf meinen Livestream zum Start von Matthias Maurer am Mittwoch morgens. Sollte alles glatt gehen. Der erste Deutsche, der den Crew Dragon von SpaceX reitet. Go Matthias, go SpaceX, go Dragon. Wir hoffen auf gutes Wetter und um es auf Englisch zu sagen, better safe than sorry. Leider ist das Startfenster am Mittwochmorgen mit 6.10 Uhr unserer Zeit MEZ sehr früh. Ich streame ab 5.30 Uhr. Und noch ein Livestream. Am Dienstagabend habe ich Ian aus der Twitter-Space-Community zu Gast und wir sprechen über Mission Control. Ein super spannendes Thema, über das nur sehr wenig berichtet wird. Das Ganze steht natürlich unter dem Motto Cosmic Kiss und der Mission von Matthias Maurer zur ISS. Aber zum Start. Jetzt also eine Minute vor dem Start. Die Treibstofftanks des Falcon 9 Boosters gehen auf Flugdruck. Der Treibstoff, das ist verfeinertes Kerosin, RP-1, für Rocket Propellant 1 und flüssiger Sauerstoff. 45 Sekunden vor dem Start bestätigt der Launch Director das Go for Launch. T-10 Sekunden vor dem Start, das Deluge System, ein Wassersprinklersystem, wird aktiviert. Mit diesem Sprinklersystem soll ein Vorhang aus Wasser gebildet werden, der die Rakete vor dem Schall der Triebwerke schützt. 3 Sekunden vor dem Start wird das Kommando der Zündsequenz gegeben. Jetzt passiert eine ganze Reihe von Dingen parallel in jedem der 9 Merlin 1D-Triebwerke an der Basis der Falcon 9. Wenn dich die Zündung von Raketentriebwerken genauer interessiert, dann habe ich hier ein passendes Video für dich. Ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, werden die Triebwerke der Falcon 9 mit TTAP gezündet. Das ist eine Mischung aus Triethylaluminium und Triethylboran, die bei Kontakt mit flüssigem Sauerstoff sofort zündet. Die Flamme ist dann grünlich, was man beim Start oft als kurzen grünen Blitz erkennen kann. In nur 3 Sekunden müssen jetzt alle 9 Triebwerke auf nominalen Betrieb gehen. Nur wenn die Triebwerke einwandfrei laufen und genug Schub generieren, werden die Halteklammern gelöst, die die Rakete noch festhalten. Das sind eben mal 770 Tonnen Schub, die die Rakete eigentlich wegheben wollen. Sollten die Triebwerke aus irgendeinem Grund nicht richtig laufen, würden die Triebwerke abgeschaltet werden. Dass die erste Stufe der Rakete einwandfrei funktioniert, wurde diese Woche aber schon ausprobiert. Dabei wurden schon mal alle 9 Merlin-Triebwerke gezündet und für gut befunden. Etwas, das mit Feststoffboostern übrigens nicht funktioniert. SpaceX hat eine unglaubliche Erfahrung mit der Falcon 9. Der Flug jetzt am Sonntag wird der 129. Flug einer Falcon 9 seit ihrem Erstflug 2010. Zum Vergleich, die europäische Ariane 5 ist in den letzten 25 Jahren seit dem Erstflug 111 Mal gestartet. Die 770 Tonnen Schub der 9 Merlin-Triebwerke werden die über 500 Tonnen schwere Rakete vom Startpad wegheben. Die Rakete wird kurz nach dem Start leicht aufs Meer hinausdrehen. Damit, sollte etwas schiefgehen, Trümmerteile nicht auf die Startinfrastruktur niedergehen. Sollte ab jetzt irgendetwas schiefgehen, würden die hypergolen Super Draco-Triebwerke die Crew Dragon-Kapsel samt Kofferraum von der Startrampe aufs offene Meer hinausschießen. Dort würden sich dann die Fallschirme öffnen und die Crew würde sicher im Wasser landen und dort dann von der Bodencrew geborgen werden. Dieses Rettungssystem funktioniert aber auch während des Fluges. Das hat SpaceX auch schon mal eindrucksvoll getestet und dafür einen seiner Booster geopfert. Wenn du mehr über Startabbruchsysteme erfahren magst, zu dem Thema habe ich mal mit Toni ein ganzes Video gemacht. Grundsätzlich wollen wir aber erstmal nach oben. Die Atmosphäre ist nämlich noch viel zu dick, um gut auf hohe Geschwindigkeiten zu gehen. Die über 27.000 km/h, die wir für einen Orbit benötigen, können wir nicht innerhalb der Atmosphäre erreichen. Und so wollen alle Orbitalraketen erstmal Höhe gewinnen. Trotz des Senkrechtstarts baut man nicht nur Höhe, sondern auch Geschwindigkeit auf. Der Luftwiderstand aus dieser Geschwindigkeit wird bei Max-Q seinen Höhepunkt erreichen. Dieser Punkt ist für die Raketenbauer sehr interessant, weil aus diesem Luftwiderstand auch die größte Strukturbelastung auf die Rakete kommt. Schlimmer wird's nicht. Da man aber auch weiter aufwärts fliegt, nimmt nach dem Passieren von Max-Q der Luftwiderstand ab, obwohl die Geschwindigkeit immer mehr steigt. Zwar wird um diesen Punkt Max-Q tatsächlich mit dem Schub der Triebwerke etwas gespielt, damit man nicht so heftig durch Max-Q fliegt. Der Grund, warum die Rakete immer schneller beschleunigt, liegt aber daran, dass die Rakete immer leichter wird. Wie groß dieser Effekt ist, kannst du dir vielleicht besser vorstellen, wenn du weißt, dass die erste Stufe ihre etwa 500 Tonnen Treibstoff in 2,5 Minuten verballert. Und das ist der nächste Punkt, auf den wir gespannt während eines Starts warten. 2 Minuten und 36 Sekunden nach dem Start wird die erste Stufe abgestellt. MECO für Main Engine Cutoff. Bisschen irreführend sind ja schließlich mehrere Triebwerke. Fun Fact, sollte im Flug eines der 9 Merlin 1D-Triebwerke ausfallen, kann die Rakete trotzdem die Mission erfolgreich zu Ende führen.
Das hat SpaceX auch schon mal unfreiwillig bei einer Mission bewiesen. Das macht dann aber kein Mensch, sondern das wird wie die gesamte Rakete von mehreren Computern gesteuert. Der Start verläuft komplett automatisch. Sogar das Andocken an der Raumstation wird von einem Computer erledigt. Aber zurück zur kurzzeitig freifallenden Falcon 9. Ein extrem kritischer Punkt bei allen Raketenstarts ist die Stufentrennung. 2 Minuten und 40 Sekunden nach dem Start wird die Rakete mechanisch getrennt. Genau an diesem Punkt wäre SpaceX beinahe Geschichte gewesen, als man bei der Falcon 1 mit der ersten Stufe in die zweite Stufe gesemmelt ist. Richtig, habe ich auch ein Video zu. Kurz nach der Stufentrennung zündet das vakuumoptimierte Merlin-Triebwerk, das sogenannte MVAC. Hierfür wird wieder TTAP eingesetzt, was du auch hier wieder an dem grünlichen Blitz sehen kannst. Für was der Ring gut ist, der da wegfliegt, klären wir gleich. Aber vorher gib mir doch gerne ein Feedback, wie dir das Video bis hierher gefallen hat. Zeig dem YouTube-Algorithmus, ob du gerne mehr so Videos sehen magst oder nicht. Die Weihnachtszeit nähert sich. Wir haben ja mit WearSpace einen Merchandise-Shop für das Hashtag Team Space aufgebaut und dachten uns, wir machen frühzeitig eine Weihnachtsaktion, damit es Geschenke auch rechtzeitig unter den Baum schaffen. Mit dem Code SpaceXmas bekommt ihr auf alle Produkte einen 10% Rabatt bis zum 26.12. Wir hoffen, es ist für jeden etwas dabei. Wir verschicken die Produkte nicht selbst, sondern jede Bestellung wird extra in Auftrag gegeben und produziert und dann an euch verschickt. Das ist für Silvan und mich total cool, weil wir uns so dann voll auf unsere YouTube-Kanäle konzentrieren können. Führt auf der anderen Seite aber natürlich dazu, dass ihr 1 bis 2 Wochen auf eure Bestellungen warten müsst. Aber es ist ja zum Glück noch Zeit bis Weihnachten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Shoppen und mit der Zukunft der Raumfahrt. Hashtag Team Space. Zurück zu dem Ring of Fire oder so ähnlich. Der Ring, der da kurz nach der Zündung wegfliegt, ist völlig normal. Der hält die Triebwerksglocke in Form. Diese Düsenerweiterung ist aus einem sehr dünnen, flexiblen Material. Das sieht man auch beim Starten, wie das so erstmal so rumwabbelt. Um diesen filigranen Blütenkelch bei Transport und Montage vor dem Start und auch während die erste Stufe noch brennt zu schützen, gibt es diesen Ring. Wenn das Triebwerk dann läuft, wird die dünne Wand durch den Innendruck des Abgases stabilisiert. Auch wenn das vakuumoptimierte Merlin, das sogenannte MVAC-Triebwerk, auf den ersten Blick komplett anders aussieht als die 9 Triebwerke der ersten Stufe, die Kernkomponenten wie Brennkammer, Vorverbrennung und Turbopumpensatz sind ansatzweise identisch. Das ist schon witzig, oder? Dass die Düsenerweiterung der zweiten Stufe fast so breit ist wie der Erststufendurchmesser, in dem ja 9 Triebwerke untergebracht sind. Durch einen angepassten Düsenhals und die weitere Triebwerksglocke kann das Abgas besser geführt werden, was dann zu einer höheren Effizienz führt. Aber dazu mache ich mal ein eigenes Video. Auch das Rotglühen der Triebwerksglocke ist normal. Tatsächlich gibt das Material so Strahlungswärme an den Weltraum ab. Die Schlange, die man da um das Triebwerk sieht, ist der Abgasstrang der Turbopumpe, der seitlich in die Düsenerweiterung eingeführt wird, um bei der Kühlung zu unterstützen. Klingt komisch, ist aber so. Kühlung von Raketentriebwerken ist ein heißes Thema bei Raketen und extrem wichtig. Wenn dich das Thema Triebwerkskühlung mehr interessiert, habe ich natürlich auch dafür ein Video für dich. Aber zurück zum Falcon 9 Flug. Wir sind nur ein paar Minuten im Flug und jetzt werden kurz hintereinander mehrere sehr spannende Dinge passieren. Die Falcon 9 und die Falcon Heavy von SpaceX sind die einzigen Orbitalraketen, deren Booster wieder landen können. Während die zweite Stufe angefangen hat zu feuern, um das Dragon-Raumschiff weiter Richtung Zielorbit zu schieben, befand sich der Booster im freien Flug. Nicht ganz kleine Kaltgasdüsen, also Düsen, die nicht mit einer Verbrennung arbeiten, sondern nur mit dem Entspannen von kaltem Gas, drehen den Booster kurz nach der Stufentrennung mit seinen Triebwerken entgegen der Flugrichtung. Die Waffeleisen am oberen Ende des Boosters klappen aus. Sind natürlich keine Waffeleisen, sondern Gridfins, Steuerflächen für die Steuerung des freien Falls in der Atmosphäre. Noch bringen uns die Gridfins nichts, denn noch sind wir nicht in der Atmosphäre. Da der Booster nach dem Abschalten der Triebwerke sowohl horizontal als auch vertikal noch Geschwindigkeit hat, steigt der Booster weiter in der Höhe und entfernt sich auch noch immer weiter vom Startpad. Dabei zieht die Erdanziehung erbarmungslos an ihm und baut mit jeder verstrichenen Sekunde Geschwindigkeit in vertikaler Richtung ab. Irgendwann ist der Scheitelpunkt der Wurfparabel erreicht und der Booster fällt wieder zurück zur Erde. Und auch hier zieht die Erdanziehung stetig am Booster, was ihn mit jeder verstrichenen Sekunde schneller macht. Da es keine Atmosphäre gibt, oder so gut wie keine, wird der Booster beim freien Fallen jetzt sehr, sehr schnell. Wenn der Booster mit dieser hohen Geschwindigkeit ungebremst auf die Atmosphäre treffen würde, würde er aufschlagen wie etwas, das aus zu großer Höhe auf eine Wasseroberfläche fällt. Also sehr, sehr hart. Da SpaceX seinen Booster aber gerne wiederhaben möchte, wird 7,5 Minuten nach dem Start durch das Zünden von 3 Merlin-Triebwerken vertikal Geschwindigkeit aus dem Booster genommen. Wieder auf den grünen Blitz achten. Was ist das? Genau, das TTAP. Der Booster ist aber trotzdem noch so schnell, dass sich heißes Plasma um ihn bildet, Funken fliegen und auch das Kamerabild an dieser Stelle gern mal einbricht. Jetzt in der Atmosphäre kann der weitere freie Fall durch die 4 drehbar gelagerten Gridfins gesteuert werden. So genau, dass die Booster trotz Überschallgeschwindigkeit ein Ziel treffen können, das sich 500 Kilometer vom Startplatz entfernt befindet und mit etwa 50 mal 90 Meter deutlich kleiner ist als ein Fußballplatz.
Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das ist Fake. Und als ich das dann zum ersten Mal bei der Falcon Heavy mit zwei parallel landenden Boostern gesehen habe, da dachte ich mir, ey, scheiß auf alles andere. SpaceX ist die krasseste Raumfahrtfirma der Welt. Und ich wollte verstehen, wie die es geschafft haben, so krass zu werden. Ich war begeistert und bin es bis heute. Aber bevor der Booster landet, wird 8 Minuten und 48 Sekunden nach dem Start die zweite Stufe ihrer Arbeit einstellen. Orbitalgeschwindigkeit ist hergestellt und würde jetzt nichts weiter passieren, würde die Crew und Matthias Maurer in der Crew Dragon Kapsel erstmal im Orbit bleiben. Auch die zweite Stufe würde erstmal im Orbit bleiben, bis die Atmosphäre sie so weit abgebremst hat, dass sie unkontrolliert zur Erde zurückstürzt und verglüht. Planmäßig macht sie aber einen De-Orbit-Burn und stürzt dann in den Südpazifik. Da es das Zweitstufentriebwerk ist, das abgeschaltet wird, heißt dieser Punkt SECO für Second Engine Cutoff. Jetzt ist die Crew bis auf den kurzen Moment nach der Stufentrennung das erste Mal richtig schwerelos. Gut hinschauen, was dieses Mal als Schwerelosigkeitsindikator mitgenommen wurde. Normalerweise ein Stofftier. Mein Lieblings-Zero-G-Indikator ist übrigens Baby Yoda. Und ja, ich weiß, dass der eigentlich nicht so heißt, aber man muss ja die Ungläubigen auch abholen. Keine 10 Minuten nach dem Start wird das zentrale Triebwerk des Falcon 9 Boosters für die Landung feuern. In der Szene wird dann auch von Suicide Burn gesprochen, weil wirklich in allerletzten Moment erst gebremst wird. Vorher nutzt man so viel wie möglich die Atmosphäre zum Bremsen. Warum so knapp? Ja, alles, was man zu früh bremst, wird an Geschwindigkeit durch den freien Fall wieder aufgebaut. So macht die Bremsung nur Sinn, wenn dann beim Aufsetzen gerade die Geschwindigkeit 0 erreicht wird. Nur wenige 100 Meter vor dem Aufsetzen werden dann die Landebeine ausgeklappt und hoffentlich sehen wir dann tolle Bilder von der eigentlichen Landung. Fun Fact, selbst wenn das Merlin-Triebwerk auf seinen Minimalschub heruntergeregelt ist, würde die Rakete einfach wieder abheben, wenn nicht sofort beim Aufsetzen das Triebwerk abgeschaltet wird. Ein Falcon 9 Erststufenbooster ist bei der Landung nicht in der Lage zu schweben. Und noch ein Fun Fact, der Booster heißt beim Start B1067-2, aber sollte die Landung klappen, wird seine Kennung auf 1067-3 geändert werden. Also stolzes Abzeichen, dass er für einen dritten Start zur Verfügung steht. Noch ein Fun Fact, wenn die Landung erfolgreich ist, wird das die 95. Wiederlandung eines SpaceX-Boosters sein. Das heißt, bevor irgendwer sonst auf der Welt auch nur versucht hat, einen orbitalfähigen Booster wiederzulanden, geschweige denn wieder zu verwenden, hat SpaceX es fast schon 100 Mal geschafft. Man darf nicht unterschätzen, wie gut SpaceX seine Raketen kennt, allein dadurch, dass sie die einzigen sind, die wissen, wie die Hardware nach einem Start aussieht. Hoffen wir, dass es auch diesmal wieder klappt. Die letzte fehlgeschlagene Landung war übrigens dieses Jahr im Februar bei einem Starlink-Start. Also es ist jetzt keinesfalls so, dass das immer klappt. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass der eingesetzte Booster, der bei dem Start verloren gegangen ist, also bei diesem Starlink-Start, schon 6 Starts auf dem Kerbholz hatte. Rekordhalter aktuell sind die Booster 1049 und 1051, die beide jeweils 10 Starts und 10 erfolgreiche Landungen absolviert haben. Kommen wir zurück zu Matthias Maurer und dem Crew Dragon Raumschiff Endurance. Auch die Raumschiffe sind wiederverwendbar, wobei die bei diesem Start geflogene dritte aktive Crew Dragon Kapsel von SpaceX mit dem Namen Endurance ihren ersten Flug absolviert, also ihren Jungfernflug. 11 Minuten und 50 Sekunden nach dem Start wird die Crew Dragon Kapsel samt ihrem Kofferraum, dem sogenannten Trunk, von der zweiten Stufe getrennt. Relativ zeitgleich wird die Nasenverkleidung der Crew Dragon aufgeklappt, um die Star Tracker und die nach vorne gerichteten Draco Steuerdüsen freizugeben. Mit ihren Steuerdüsen wird die Crew Dragon dann den ISS-Orbit ansteuern. Das Aufschließen zur Station und das finale Andocken dauert mehrere Stunden und wird mit Sicherheit durch SpaceX live gestreamt. Wenn ihr da Lust drauf habt, können wir uns das finale Andocken auch zusammen anschauen. Schreibt mir einfach unter dem Video. Und hier nochmal der Hinweis, dass ich den Falcon 9 Start mit Matthias Maurer an Bord natürlich live streame und eure Fragen im Live-Chat beantworte. Und ich kann euch versprechen, dass die Kameraeinstellungen vom Start und die Berichterstattung durch SpaceX, die werden wieder hervorragend sein. Hashtag Team Space. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter und samstags immer die News. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.